So, da sind wir wieder beim Let's Play von Bandicam. Nein, Might and Magic 1. Und ja, wie geht's weiter? Ja, wir können noch ein paar Mal die lustige Quest erledigen. Oder wir können auch was anderes machen. Ich habe hier ein paar Quests. Für meine Charaktere. Für alle Charaktere. Wir werden vermutlich uns versuchen, einen... Es gibt drei Könige in diesem Spiel. Einer lebt, die leben alle in verschiedenen Burgen. Zwei haben wir schon gefunden, Black Rock oder Black Ridge Nord und Süd. Da leben unterschiedliche Könige in beiden. Beide leben in Black Rocks. Und dann gibt es noch irgend so ein White Castle. Und in jedem, es gibt drei Könige und jeder von denen gibt uns Quests. Um allerdings zu diesen Typen erstmal reinzukommen, müssen wir uns einen Merchant Pass besorgen, also einen Händlerausweis. Dass wir überhaupt vorgelassen werden, indem wir uns als Händler ausgeben, ja. Unsere Heldenbande besteht aus Händlern und dementsprechend brauchen sie auch einen Händlerausweis. Sind sie natürlich nicht wirklich, weil mit Handel kann man nicht viel Geld verdienen in diesem Spiel. Ja, ein bisschen zumindest. Aber trotzdem sind wir es natürlich nicht wirklich. Aber ich werde mal das versuchen, denke ich mal. Wir sind Stufe 5. Und irgendwo habe ich auch die entsprechenden Hinweis. Obtain various keys and passes. Also irgendwelche Schlüssel und, ja, eigentlich, ja, Schlüssel zu besorgen. Auch wenn es ein Merchant Pass heißt, es ist ein Schlüssel, um eine bestimmte Stelle im Spiel in den Burgen zu passieren. Also sind das alles Schlüssel, meines Erachtens. Oder Pässe. Kommt auf selbe hinaus, wir kommen dann an einer Stelle nicht weiter, wenn wir das Ding nicht haben. Ne? Also, so, wir suchen den Merchant Pass. Und dazu müssen wir nach C1 hin und einen Wagen, einen Händlerwagen durchsuchen, der verlassen worden ist. Und irgendwer hat da so einen Händlerpass liegen lassen. Und dann nehmen wir uns das Ding einfach mit. Die Händler, die es wohl gebraucht haben, sind ja nicht mehr da. Problem ist bloß, wir müssen gegen Ogre kämpfen. Aber ich denke mal, wir sollten in der Lage sein, uns mit denen zu messen. Wir nutzen unsere neue Fliegenpower. Finessa, du bist unsere Flugmeisterin. Die anderen können das nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kann unser Gnoblo, unser Bogenschütze, der ein Semi-Bogenschütze, Zauberer ist, das irgendwann auch beherrschen. Ich meine, es müsste möglich sein. Aber wir fliegen jetzt erstmal nach C1. Oh, das war ja nicht weit weg. Und wir müssen den Wagen finden. Die Frage ist, wo ist er jetzt? Ich suche mal hier. Ah, es gibt hier einige verlassene Merchant-Wagen. Und, oh, hier gibt es einen Springbrunnen, der uns temporär 50 Might gibt. Wohoho! Das ist, nicht schlecht. Allerdings müssen wir... Da müssen wir den richtigen auswählen. Oh, da gibt es mehrere. Manche davon vergiften uns auch, okay. Und dieser gibt uns temporäre Spruchpower 7. Was natürlich schlecht wäre, wenn wir sowieso schon mehr hätten. Aber gut. Ja, holen wir uns diese Boni für diesen Tag. Und gehen dadurch durch den Wald. Oh ne, hier geht's gar nicht weiter. Hier ist ein unpassierbarer. Oh, ich sehe, ich muss einen Gegner beseitigen oder irgendwelche Gegner, die da vor mir sind, um zu diesen Brunnen da zu kommen. Ah ja, okay. Ja, anders als in anderen Might & Magic-Teilen ist mir zumindest nicht bekannt, dass man hier in diesem Spiel diese dichten Wälder und Berge durchqueren kann. In Might & Magic 3 lernt man dann ja zumindest solche Skills, mit denen man durch Berge laufen kann oder durch dichte Wälder oder schwimmen auch kann. Wenn auch nur am Strand. Alles darüber müsste mit Walk on Water gemacht werden, dass wir übers Wasser laufen. Mutantenlarven und Rotting Corpses, das ist ja nicht so schlimm. So, Finessa, du wirst einen Feuerball schleudern. Oh, hat sie überhaupt genug? Ich muss ihr die Edelsteine geben, weil wenn sie nicht genug Edelsteine hat, dann kann sie ihre tollen Zauber nicht einsetzen. Mach mal nichts und lass LeHack das machen. Und Restorian ist auch im Nahkampf. Gnoblo schießt. Klaubhaut zu. Und, ja, ein bisschen Schaden haben wir wohl genommen. Du kannst ja einen Electric Arrow machen. Ja, auf eine Rotting Corpse.
Warum hat das nicht gewirkt? Was ist das Problem? Ich kann so schnell nicht lesen. Oh, ich bin an einem Anti-Magie-Feld hier. Oh, ich kann gar keine Magie einsetzen. Okay. Gilt das denn auch für den Kleriker? Turn Undead. Ja, es gilt auch für den. Also wir sind in einem Anti-Magie-Feld gelandet. Und das heißt, wir können uns nur mit Nahkampfattacken und Fernkampfattacken erwehren. Aber da es nur Rotting Corpses sind, nicht so wild. Derzeit. Wir sind ja auch ein bisschen stärker geworden. Also künftig, meine ich eigentlich. Gut, Erfahrungspunkte. Schätze haben wir nicht bekommen. Laufen wir weiter durch die Antimagiefelder. Wir sind raus aus den Antimagiefeldern. Das ist dieses Rote, was hier so angezeigt wird. Das sind Antimagiefelder. So. A Fountain speaks. Will the party drink? Nö, das ist vergiftet. Ich will's nicht. Und das will ich auch nicht. Nein. Und das will ich auch nicht. Das hier. Today Might. Und damit haben alle Might 50. Das heißt, wir werden gut zuschlagen können. Und hier werden wir auch trinken. Today Spells. Was heißt das denn jetzt für mich? Ich bin im Anti-Magie-Feld. Oh, ich kann... Wow, ja wirklich, ich kann die Sprüche der Stufe 7 wirken. Mir fehlen natürlich Edelsteine dafür mal wieder, aber trotzdem. Das ist nicht schlecht. Wow. Teleport to Astral Plane. Wir können auch Gegenstände wieder aufladen, so magische Gegenstände. Das ist ein netter Bonus, den ich jetzt habe. Wird nicht unter Protect, unter P aufgeführt, aber wenn ich raste, ist es wieder weg. Aber trotzdem, 50 Might und Stufe 7 Zaubersprüche. Das ist eine gute Stelle hier. Tatsächlich. Und hier werde ich nicht draus trinken. Dann laufe ich einmal im Kreis rum und laufe dann wieder zurück. Und ich würde mal sagen, dann kloppen wir uns jetzt mit ein paar Monstern, die diese Wagen da bewachen. Laufe ein bisschen durch den Wald. Deserted Merchant Wagons. Search. Ja, wir durchsuchen die verlassenen Händlerwagen. Und wir haben einen Troll. Ein Troll hat 48 Lebenspunkte und wie viele Trolle in Fantasy-Versen hat er Regeneration und er kann vorwärts laufen. Gibt 60. 600 Erfahrungspunkte. Hat eine 6er Rüstung, okay. Und macht 3x 1d9 Schaden. Speed ist 12. Für einen Troll ziemlich flott. Gut, dann. Und alle sind im Nahkampf. Wow, der Troll hat uns gut erwischt. Jetzt kann ich Meteorschauer machen. Das macht 1 bis 120 Energieschaden. Kostet allerdings auch 5 Goldstücke und 7 Mana-Punkte. Okay, das Mana ist nicht so wild, aber die Goldstücke sind das Problem. Ich glaube, sie hat nur 3 Stück da. Also, jetzt da ich im Kampf bin, kann ich ihr nicht alle geben. Das heißt, wir müssen uns einfach kloppen. Aber da ich Stärke 50 habe, sollte das passen. Le Hack. Kein Treffer. Restorian. Kein Treffer. Traximus. Kein Treffer. Gnobo schieß. Herr Klaub, greif an. Warum trifft denn keiner? Finessa? Le Hack? Restorian, mach mal Bless. Vielleicht treffen wir den einfach nicht. Traximus? Nein. Gnoblo? Nein. Warum trifft denn keiner? Finessa? Le Hack? Restorian? Traximus? Gnoblo? Klaub? Ich werde vermöbelt von diesem Troll. Warum? Vielleicht muss ich doch was zaubern. Ich mache mal einen Lightning Bolt. Das hat ihm zumindest 8 Lebenspunkte abgezogen. Lack greift an, trifft aber auch nicht. Restorian? Auch nicht. Traximus? Schieß Gnoblo. Ich werde vermöbelt. Meine Leute treffen überhaupt nicht. Warum ist das so? Ich meine, der Rüstungswert von diesem Vieh ist 6.
der Rüstungswert. Kann ich mit meinen Waffen eine 6er Rüstung nicht durchschlagen? Oh, jetzt. Oh, Finesse hat getroffen und hat über 20 Schaden gemacht. Das liegt an ihrem erhöhten Machtwert. Also, es geht. Ich muss bloß irgendwie hinkriegen. Die müssen bloß treffen. Jetzt hat der Troll noch 9. Okay, irgendwer hat wieder getroffen. Das ist gut. Restorian, kümmere dich mal um Finessa, die wir gerade angegriffen. Ich könnte jetzt auch Power Cure machen. Das kostet mich allerdings einen Edelstein. Halt allerdings 1 bis 10 Lebenspunkte pro Level. Das hieße 5 bis 50 jetzt derzeit. Aber ich mache trotzdem das sichere und billigere Cure Wounds. Wounds. 15 Lebenspunkte. Damit Finessa nicht gleich tot umkippt. Na, Restorian sieht auch nicht mehr ganz... Oh, Finessa haut den Troll weg. Respekt, Finessa. Respekt. Okay, wir haben eine Fallentruhe. Oder vielleicht auch nicht. Herr Klaub, du bist dran. Du musst das Ding aufmachen. Und wir finden ein Silberschild. Ist ja genauso gut wie ein Large Shield. Abgesehen davon, dass er uns noch einen Bonus auf Schlafresistenz gibt. Also gebe ich Traximus das Ding einfach mal. Ja. Und jetzt noch habe ich ja meine erhöhte Stärke. Ne, sie ist weg. Warum ist sie weg? Gilt das nur für einen Kampf? Oh, das ist ja schade. Was mit Zaubern? Die sind auch weg. Hey. Okay, rasten wir einmal. Und dann laufe ich wieder zu dem Brunnen. Gilt das nur für einen Tag? Ne, hieraus will ich nicht trinken. Hieraus auch nicht. Hieraus auch nicht. Da will ich draus trinken. Aber es geht nicht mehr. Okay, das gilt auch nur für einen Tag. Also kann man sich das einmal am Tag abholen, aber nach einem Kampf ist es schon wieder weg. Das ist natürlich nicht so pralle. Ich dachte, es wird den ganzen Tag so gelten. Das wäre natürlich viel besser gewesen für mich. So. Anstelle jetzt nach Sorpigal zurückzulaufen und im Gasthof zu speichern, mache ich einfach ein Safe State. Das hätte ich jetzt sonst gemacht. Deserted Merchant Wagon. Search? Yes. Ogre. 3 Ogre. Okay. Das könnten diejenigen sein. Welche? Ogre. Mal wieder viele Lebenspunkte. 2x 1d10 Schaden. Haben einen Rüstungswert von 7, höher als der Troll. Haben zum Glück keine Regeneration. Allerdings haben sie auch Fernkampfangriffe. Anscheinend schleudern die Baumstämme oder sowas, die 1d12 Schaden machen im Fernkampf. Aber wir sind alle im Nahkampf. Sogar Finessa ist im Nahkampf, was natürlich nicht so toll ist für sie, aber gut. Und die geben 350 Erfahrungspunkte. Mal sehen, wie wir uns gegen die schlagen. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier ein paar Zauber abfeuern. Electric Arrow. Sehr gut. Lack. Restorian. Wird uns segnen. Segen im Kampf. Gnoblo schießt drauf. Der erste Troll hat nur noch 22 Lebenspunkte. Ogre meine ich. Klaub greift an. Jetzt hat er noch 17. Klaub ist verwundet worden. Finessa, Electric Arrows. Schade. Ich dachte wirklich, ich könnte die Stufe 7 Sprüche auch ein bisschen länger einsetzen. Das Problem ist nur bei denen auch, dass die alle ein bisschen mehr Edelsteine brauchen und wir haben momentan Edelsteinmangel noch. Aber naja. So, Restorian. Heile mal Herrn Klaub. Das ist besser. Traximus greift an. Hey, ein Ogre ist gefallen. Gnoblo erschießt den Ogre. Hat nicht getroffen. Herr Klaub, greif an. Gut, Schaden gemacht. Electric Arrows. Höhle Hack. Gut. Ist jemand arg verwundet? Nö. Historian kann auch angreifen dann. Traximus hat 7 Schaden gemacht. Gnoblo schießt. Trifft nicht. Herr Klaub greift an. Hey, 6 Schaden. Noch ein Electric Arrow. Gnoblo wurde attackiert. Anscheinend haben die Ogre das gemerkt. Dass er sie abschießt. Das sieht gut aus. Schießen.
Ogre. Electric Arrows. Er hat nur noch 9. Lack. Restorian, du vielleicht. Bist du der Held sein? Traximus? Ja, Traximus verpasst dem Ogre den Todesschlag. Läuft wesentlich besser als bei diesem alten Troll. Warum war das so ein Problem? Ich habe keine Erklärung. Ich habe mich noch nicht mal verwundet. Ich habe mich also noch nicht mal getroffen und ja. Und dabei ist der Rüstungswert niedriger gewesen als bei diesen Ogern. Und sonst hatten die ja keine Spezialfähigkeit, abgesehen von Regeneration. Aber das passiert ja eigentlich erst dann, wenn sie einmal verwundet worden sind. Wieder ein Mysterium, das man lüften müsste. 2-1 auf den Ogre. Der Hack schießt. Ne, greift an. Restorian. Heile Gnoblo. Traximus. Gnoblo schießt. Der Klaub greift an. Finessa, wie viele Mana-Punkte hast du noch? 18, okay. Ja, das reicht. Electric Arrow ist ja nicht so teuer. Habe ich noch was anderes, was ein bisschen besser wirken könnte vielleicht mit meiner Stufe 3 jetzt? Slow. Ich könnte die deren Geschwindigkeit reduzieren. Aber die werden ihre Runde ja trotzdem kriegen. Slow. Weaken, aber das kostet mich Edelsteine. Da mache ich 2 Schaden garantiert und der Rüstungswert von denen wird um 1 reduziert. Okay. Prevent Action. Wrap. Aber das betrifft nur Reichweitenmonster. Wartet mal, ich mach das mal. 3-8. Dann sollte er eigentlich daran gehindert sein, was tun zu können. Lehak greift an, Restorian auch, Traximus. Ja, yeah. Okay, sind tot. Für einen Ledersack. Und da ist ein bisschen Gold drin gewesen. So, was ich jetzt machen werde, weil Finessa eigentlich die meisten Edelsteine braucht. Sie sammelt jetzt alle Edelsteine bei sich an, dann hat sie 17. Dann können wir öfters mal ein bisschen zaubern. Aber immer noch Edelsteinmangel. Sind wir angeschlagen? So wirklich nicht. Also weiter. Wir müssen einen bestimmten Wagen finden. Diesen hier. In diesem Wald wurden anscheinend viele Händler attackiert. Und wieder mal 2 Ogre. Web? Nö, Web brauche ich nicht. Normalerweise mache ich lieber Schaden mit sowas. Und ich nehme mal den Lightning Bolt. Der trifft mich ja selber nicht. Nicht so wie der Feuerball, wenn ich den im Nahkampf abfeuere. Kostet mich zwar einen Edelstein, aber das sollte es wert sein. Bless. Sind noch alle fit. Und nochmal ein Lightning Bolt. Ja, das hat einen Ogre weggeknüppelt. Und Restorian haut den zweiten Ogre beiseite. Wir finden 101 Gold. Aufgeteilt auf 6 Leute. Gut, Finessa hat bald keine Mana mehr. Und Edelsteine braucht sie auch. Ich werde da einmal rasten. Was haben wir hier? Deserted Merchant Wagon. Search, yes. Und wir finden den Merchants Pass. Ach so. Es gibt gar keinen Kampf hier. Man findet den einfach so. Das hätte ich gar nicht kämpfen müssen. Okay, Herr Klaub. Finden den Merchants Pass. Und 0 Goldstücke. Ja, das wird anscheinend immer angezeigt. Selbst wenn man gar nichts Goldmäßiges findet, wird immer noch angezeigt, ja, du findest halt 0 Gold. Bei Edelstein ist das nicht so, aber Gold wird immer angezeigt, ob man das nun hat oder nicht. So, Herr Klaub hat, Traximus hat jetzt den Merchants Pass. Und damit können wir jetzt bei, Königen uns Quests besorgen. Wir werden vorgelassen. Auch wenn das Ding gestohlen ist, es überprüft anscheinend keiner. Es ist nicht ausgestellt auf bestimmte Leute, es ist einfach nur so ein Merchants Pass. Und jetzt wird das auch durchgestrichen im Questlog. Den Schlüssel haben wir schon mal. Die Sache ist die mit den Schlüsseln. Man sieht ja, wie viele Schlüssel man im ganzen Spiel zusammensuchen kann. Und wir wissen allerdings auch, dass unser, was wir mitnehmen können im Backpack, begrenzt ist. Also irgendwann ist unser Inventar quasi voll mit Schlüsseln. Es gibt leider nichts, um das irgendwie zusammenzuführen, so ein Schlüsselbund oder sowas wie in Arx Fatalis oder anderen Spielen, wo die genau diese Mechanik
berücksichtigt haben oder wussten, dass die Spieler irgendwann keinen Bock mehr haben, alle Schlüssel einzeln zu sortieren. Aber hier ist es halt so, ja. Irgendwann ist dein Inventar halt voll mit Schlüssel. Das Gute nur daran ist, dass man, da diese Quests wiederholt werden können, kann man im Grunde genommen, nachdem man die Quest, wo man diesen Schlüssel halt gebraucht hat, erledigt hat, kann man den Schlüssel wegwerfen. Und wenn man da wieder hin will, kann man sich den Schlüssel dann nochmal wieder besorgen. Weil es ist wie bei Bard's Tale, vieles wird resettet im Spiel und läuft ewig so weiter eigentlich. Also man kann alles wiederholen. In gewisser Weise schon fast eine Open World, wenn es sich nicht immer wiederholen würde. Aber dass es halt ewig weitergeht. Das Abenteuer endet quasi nie. Und ja. So, Taximus hat den Merchants Pass. Ich glaube, das ist auch wieder eine Sache. Er muss den auf jeden Fall als erster haben. Da an erster Stelle steht in unserer Truppe, damit das überhaupt gewichtet wird. Und ja, jetzt müssen wir uns Quests besorgen. Und ich glaube, ich bin zu Lord Hacker gegangen. Lord Hacker. Und irgendwo ist er. Oh, ich fliege gerade ein Flugzeug über mir weg, hinweg. Ziemlich laut. Nee, zum Inner Sanctum wollen wir noch nicht. Das ist das Ziel des Spiels. Repeatable? Nee. Lord Hacker, ja. Lord Hacker lebt in Castle Blackridge South. Lord Inspectron lebt in Castle Blackridge North. Und Lord Ironfist, der berühmte Lord Ironfist, der öfters mal auftaucht, lebt in Castle Whitewolf. Aber ich will zu Lord Hacker. So. Und für den können wir jetzt ein paar Quests erledigen. Wir müssen die Reihenfolge einhalten. Eigentlich suche ich eine ganz bestimmte Quest, die ich dabei machen möchte. Weil die gibt gute Erfahrungspunkte. Und ja, mal sehen, ob wir schon stark genug dafür sind. Müssten wir eigentlich sein. So, und auf dieser Map in B1 gibt es ja zwei Burgen tatsächlich. Blackridge North und South. In dieser Eislandschaft hier. Und hier ist Blackridge North. Aber Hacker lebt in Blackridge South, also müssen wir dahin. Den Pfad, den ich schon mal gegangen bin. Blackridge South, ja, da wollen wir hin. Da, ich bin dann vorbeigelaufen. Ich war auf dem Weg nach Arlequin. Und hier ist es, Castle Blackridge South. Enter, yes, no. So sieht eine Burg aus in Might and Magic 1. Schick weiß. Das ist wahrscheinlich dieselbe Grafik für alles. Ja, wenn sie die schwarz gemacht hätten, so Blackridge-mäßig, dem Namen entsprechend, dann hätte man es nicht sehen können. Dann hätten sie den Hintergrund weiß machen müssen. Also das Bild quasi negieren. Die Grafik. Das negativ. Ja. Aber so sieht halt jede Burg aus. Im Spiel. Mit so Fahnen drauf und ja. Die klassische Burg, Schrägstrich, Schloss mit vielen Türmen. Sieht ein bisschen aus wie Castlevania. Aber wir gehen mal rein. So, das ist die Festung. Wappen an der Wand. Auch wieder eine Burg mit zwei Türmen und einem Sichelmond darüber. Türen. Und es gibt hier Gegner. Wir werden nicht unbedingt freundlich empfangen, wenn wir hier alle Türen aufbrechen. Ich werde mal diese aufmachen und, hey, sie war schon offen. So, und das ist die Stelle, hier wären wir nicht weitergekommen, wenn wir den Merchants Pass nicht gehabt hätten. Dann würden uns Wächter aufhalten und sagen, No Merchant Pass, be gone, Peasants. Also haut ab, ihr Bauern. Denn, ja, nur jetzt kommen wir überhaupt zu Lord Hacker weiter. Wir müssen einfach gerade auslaufen. Und hier ist Lord Hacker und er redet mit uns. Da ist er, Lord Hacker. So sieht übrigens jeder König aus. Vielleicht sind die Farben unterschiedlich. Er ist jetzt in grün gehalten. Grün und rot. Und er sagt, Your services are needed. Accept yes, no. Dann gibt er uns die erste Quest. Und wir kommen nur dann in den Quests weiter für diese Typen, wenn wir die erste erledigt haben. Also müssen wir erstmal das tun, was wir tun müssen. Ja, ich nehme an. Bring me garlic. Ja, Lord Hacker, der große Lord Hacker will Knoblauch haben. Frag nicht warum und weshalb, er will's haben. Er will Knoblauch haben. Und das bedeutet, wir müssen jetzt Knoblauch besorgen. Dann schmeißt er uns wieder raus. So, und Knoblauch gibt es tatsächlich in Sorpegal. Und da
Darum wird Finessa uns mit Flugzauber dorthin bringen. Tada! Wir sind in Zorpigal und jetzt müssen wir bloß in den Laden laufen. Uns Knoblauch besorgen. Wir sind so bessere Küchenhilfen hier. Und hier gibt es Garlic für 5 Goldmünzen. Euro-Dollar Währungseinheit. Das muss natürlich auch wieder der Erste mit im Inventar haben. So, und jetzt können wir zu Lord Hacker zurückkehren. Hab ich genug Nahrung? Jupp. Gehen raus. Wir sagen Finessa, sie soll uns wieder fliegen. Finessa Flugservice. Und ja, dann geht's zurück nach B1. Wir landen hier ein bisschen nördlich da. Blackridge South. Welche Ironie. Und können jetzt zu Lord Hacker laufen. Wir haben das Garlic, wir haben den Knoblauch in unserem Inventar. Und ich muss gerade an Castlevania denken. Ja, Knoblauch, Vampire. Jetzt macht alles einen Sinn, wa? Nicht wirklich. Lord Hacker redet mit uns und sagt, well done, quest complete. 1000 Erfahrungspunkte gibt es dafür. Juhu. Nur für Knoblauch. Dann schmeißt er uns raus, aber ich will noch mehr Quests von dir haben, Lord Hacker. Your services are needed, accept? Yes. Bring me Wolfsbane. Wolfskraut? Ich glaube schon. Jetzt will er Wolfskraut haben. Und das kriegen wir anscheinend in Algary. Wir waren noch nicht in Algary. Also fliegen wir dorthin. Und die Koordinaten sind D4. So, landen wir direkt in Algary? Nö. Oh doch, wir landen direkt in Algary. Enter, jawohl. Gehen wir rein. So, wir sind in dieser Stadt. Und a sign above the door reads Temple Half Dead. Okay. Was ist Algarys Geschichte? In Arlequin sind ja die Geister. Wer ist hier im Dorf? An ancient-looking cleric staggers up to the party, gasping, I can help! Really, I can! Accept the offer? Yes, no. Okay, dann ist es ein normaler Tempel. Sind hier bloß alte Leute, oder was? Was haben wir denn noch hier? A sign above the door reads, Dragon Claw Training. Hier kann man also trainieren in Algary. Several adventurers armored in dragon scales address the party. Looking for training? Okay, die sind in Drachenschuppen gehüllt. Die uns hier trainieren wollen. Aber ich suche derzeit noch kein Training. Nein, danke. Okay, dann haben wir alte Leute, Drachenschuppenleute und was noch? A sign above the door reads Swampside Supplies. Sumpf. Sumpfzeug. So. A man enclosed in a steel cage says, can I help you find anything? Okay, da ist ein Typ in einem Stahlkäfig. Was wollte mich daran hindern, alles aus seinem Laden zu klauen, wenn er im Käfig festsitzt? Naja. Broadswords. Broadswords. Die machen 1d7 Schaden. Oh, das ist natürlich schon besser. Das kriegt man also in Algary. Battle Axes. Machen sie keinen Schaden? Laut meinem Inventar hier steht hier nicht, was sie machen. 1d0? Das kann ja gar nicht sein. Ist das ein... Also entweder ist das Ding wirklich Schrott oder macht überhaupt nichts und das ist ein Bug vom Spiel. Oder das ist tatsächlich eine falsche Information, die in Where Are We eingetragen worden ist. Auf jeden Fall werde ich so eine Battle Axe nicht mitnehmen. Crossbow will ich nicht, ich habe schon Longbow. Ja. Oh, Wolfsbane kriegen wir hier, ja. Und Knoblauch kann man ja auch kaufen, okay. Also könnte man hier quasi könnte man für sowohl für Lord Hackers erste und zweite Quest hier einkaufen. Was habe ich denn hier für Waffen? Longswords. Broadswords sind ein bisschen besser.
teuer sind die denn? Na, so teuer sind die nicht. 50 auch nur. Und ist um einen Schadenspunkt besser als ein Langschwert. Prinzipiell theoretisch. Also gebe ich Traximus 1, gebe ich Lahak ein Broadsword, gebe ich Gnoblo 1. Der Klaub will auch eins haben. Restorian kriegt hier nichts. So, und Traximus muss natürlich auch Wolfsbane kaufen für jetzt schon 10 Goldmünzen. Aber das ist okay. Sonst geht's hier auch nicht weiter. So, Inventar ist wieder voll. Ich sollte mein Schild verkaufen. Für 25. Warum habe ich noch Garlic? Ich habe doch Knoblauch, habe ich doch abgegeben. Anscheinend nicht. Das bedeutet, wir könnten eigentlich, wenn wir die Quest nochmal kriegen würden von Lord Hacker, aber ich glaube, dazu müssen wir diese ganze Questreihe von ihm durchmachen, damit es oben wieder anfängt. Ne? Man geht die einmal der Reihe nach durch und dann fängt es wieder vorne an. Oder auch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Naja, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall habe ich das Knoblauch noch bei mir, aber das brauche ich jetzt ja nicht mehr, also kann ich es verkaufen. So. Ja, diese Eigenarten vom Spiel. Eigentlich wollte er doch das Knoblauch haben, das, und dann nimmt er es gar nicht mal an. Es reicht ihm, dass er es gesehen hat anscheinend. Okay, Langschwert kommt raus, Broadsword kommt an. Equip, Equip Broadsword. Equip Broadsword, ja. Remove Longsword, Equip Broadsword. So, dann hat jeder ein Breitschwert. Dann wird das Longsword nochmal verkauft. Noch bin ich ein bisschen geizig. Noch sind wir nicht reich. Und dann können wir wieder zurück. Was gibt es sonst noch hier? A sign above a door reads The Inn of Elgory. Das Gasthaus von Elgory. Und wer wohnt hier? Standing behind a large desk, a tall, bearded half-orc grunts. If you don't sign in, you can't stay. Well? Ja, speichern wir mal in Elgory, Stadt 3. Hm, und Where Are We ist diesmal nicht abgeschmiert, interessant. Na gut. Was ist hier noch? A sign above the door reads Arkans Slop. A putrid smell pervades the room. Look for some food, okay. Special today, all you can eat. 20 Goldmünzen pro EA. In Sorpegal gibt es immer noch das günstigste Essen. Hier werde ich nicht einkaufen. Elgory. Hm. Und anscheinend ist das Essen hier auch gammelig. Wenn das schon so riecht, wenn man in die Küche kommt. So, wir sind im Gebiet von Elgory und das scheint ein Sumpf zu sein. Ich kann durch den Sumpf durchlaufen. Dann siehst du die Schilfrohre. Man sieht auch aus, was für das Spiel besteht, so in der Ferne. Das ist einfach so ein Block aus Strand. Das ist das Meer. We can't swim. Aber wir könnten vielleicht auf dem Wasser laufen. War das Restorian? Walk on Water. Ja, 3,8. Oh, ich habe nicht genug Edelsteine. Ich habe die alle an Finessa gegeben. Na gut. Aber dann könnten wir quasi durch die Wasserfelder hier laufen. Wenn wir Walk on Water anmachen. Aber wir wollen einfach nur schweben oder fliegen. 3,2. Und zurück zu Lord Hacker, der in der Nähe von B1 sein Unwesen fristet. Das ist der König hier. Lord Hacker speaks. Well done, quest complete. Und es gibt 2000 Erfahrungspunkte dafür. Dann schmeißt uns wieder raus. Und wir haben immer noch Wolfsbane, also das kann also auch weggeschmissen werden. Weg damit. Lord Hacker, hast du noch eine Quest für mich? Your services are needed to accept, yes. Bring me Belladonna. Lord Hacker will viel so Schnickschnack haben. Oder auch nicht. Er verzichtet ja eigentlich darauf. Naja. So, auf nach
Oh, wir sind schon in B1. Wir kriegen es in Erlequin. Also einfach nur ein paar Straßen weiter. Und hier im Laden muss es dann sein. Current Trend Ironworks. Wir möchten gerne Belladonna kaufen für 25. Ja, und das war's. So schnell kann man hier Quests erledigen. Ich glaube, deshalb sollte man sich Lord Hacker als einen aussuchen, dessen Quests man erledigt, weil die sind einfach zu machen. Man muss bloß ein paar Sachen kaufen. Bis jetzt. So, vorbei an den Wächtern. Zu Lord Hacker. Wir haben Belladonna bei uns. Well done, quest complete. 3000 Erfahrungspunkte. Er schmeißt uns wieder raus. Wir können Belladonna wegschmeißen. Und die nächste Quest. Das wird jetzt schon ein bisschen happiger. Wir akzeptieren die Quest. Bring me the head of a Medusa. Okay. Nach all dem Gemüse, was er haben wollte, will er jetzt den Kopf einer Medusa haben. Das nenne ich mal Prioritäten. So, und ja, Medusa ist natürlich schon ein bisschen heftiger. In Rollenspielen ist Medusa ja meist ein ziemlich starker Gegner, der einen auch versteinern kann. Ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit, mich von Versteinerung zu befreien. Von daher halte ich diesen Kampf für schon etwas gewagter. Okay, wir müssen nach B2. Das ist hier direkt im Süden hier von B1. Jetzt sind wir in einem neuen Gebiet. In B2. Und wo soll die... Das Zuhause der Medusa sein in 15.4. Wo wäre das denn hier? 15.4. Oh. Das ist anscheinend einfach nur... Das ist noch nicht mal ein Dungeon. Das ist einfach nur auf der Karte. Gut, laufen wir durch die Berge. Laufen wir durch Eis und Wald. Interessante Vegetationsunterschiede hier. Auf der rechten Seite Eis, auf der linken Seite Wälder. Oh, es ist wohl nicht so einfach, dahin zu kommen, was? Interessant. Wenn ich fliegen würde. Fliegen oder auch fliehen, wo würde ich dann landen? Ich muss mich anscheinend... Nee, hier geht's ja auch nicht lang. Hä? Wie komme ich denn dahin? Oh Mann, das ist ja... Wie komme ich da hin? Es gibt hier nur Wände, durch die ich nicht durchkomme. Vielleicht muss ich von der anderen Seite kommen? Ich werde mal hier in dieses Feld reinfliegen, dann lande ich ja irgendwo. B2. Ah, hier bin ich gelandet. Okay. Ah, das ist bloß ein paar Schritte weiter von wo ich gerade eben war. Aber das bringt mich auch nicht weiter. Ich muss ja hier an diese Stelle. Aber hier sind einfach nur dicke Mauern, durch die ich nicht durchkomme. Ob das jetzt Gebirge ist oder dichter Wald oder ja, noch mehr Gebirge. Es gibt hier einige Kämpfe hier zu bestehen. Hier ist eine Art von Waldlabyrinth. Hier geht's nach C2. Muss ich von C2 hier rüber wandern? Na gut, gucken wir mal. Fliegen wir nach C2. Zu Sorpigal. Ah ja, da ist ein Übergang, ich sehe ihn. So, rennen wir ein bisschen durch die Wälder, die dichten und die nicht so dichten. Hier sind Berge. Und hier. Statues block the path. Smash them. Oh! Das sollte uns einen Kampf wahrscheinlich bescheren. Ich sag mal nö erstmal und werde sicherheitshalber abspeichern, weil... mal sehen. Aber das ist der Übergang dann quasi nach B2. Von C2 zu B2. Okay, wir haben Karyatid Guards. Sehen aus wie Zauberfrauen. Ich würde mal sagen, dass es Frauen sein sollen. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Irgendwelche Zauberer. Oh Gott, ja, sie haben Dispel. Damit können sie unsere Zaubersprüche wahrscheinlich aufheben, wenn wir sie gewirkt haben. 20 Lebenspunkte plus 1 D8. Das ist nicht so viel. Schaden ist auch nicht so viel. Aber die haben ordentliche Resistenzen gegen alle Arten von Magie und Statusbeeinflussung. Ich würde mal sagen, die machen wir im Nahkampf fertig.
Finessa, ich glaube, du kannst nichts machen hier. Die haben so viele Immunitäten. Ja, die sind immun gegen Magie, Säure, Kälte, Energie, Blitze, Mental, Old Sleep, Weapons. Weapons? Oh, das ist schlecht, wenn sie gegen Waffen immun sind. Also, boah. Und sie können unser... Nee, Leben können sie entsaugen. Drain Life. Lebensentzug. Allerdings ist es hier disabled. Das ist auch wieder so ein Kampf, wo das bestimmte Monster sind, die an dieser Stelle halt auftauchen. Ich glaube, die versperren einfach den Weg zu Medusa. Okay, die haben gute Immunitäten. Und sind gegen Lightning auch noch immun. Oder zumindest resistent. Aber Feuer nicht so sehr. Electric? Elektrischer Schaden könnte wirken. Aber... Hier steht Lightning und Electric Schaden ist dann doch was anderes. Ich versuche einfach mal einen Electric Arrow. Ja, das hat sie verwundet. Das ist gut. Lehak, hau zu. Kein Schaden gemacht. Restorian, kannst du was machen? Er kann jetzt Produce Flame und Produce Frost machen. Feuer- und Flammenschaden gegen ein Monster. Machen wir doch mal Produce Flame. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob das was gebracht hat. Traximus? Nee. Gnoblo schießt? Nee, auch nichts. Herr Klaub? Anscheinend ist das ein Magier-Duell hier. Mache ich doch mal Lightning Bolt. Okay, Resist heißt nicht, dass die vollkommen immun sind. Das heißt nur, dass sie weniger Schaden dadurch nehmen. Weil einen davon habe ich jetzt ja wieder verwundet. Hack. Meine Nahkämpfer können nichts machen. Oh oh. Na gut, dann würde ich sagen... Machen wir Flammenschaden oder Coldschaden? Gegen Flammen haben sie auch Immunitäten. Fire. Ja, Fire und Cold, also beides. Na gut. Also ist egal, was ich da nehme. Es wird aufs selbe hinauslaufen. Beides macht 3 bis 18 Feuer- oder Kälteschaden jeweils. Hat nichts bewirkt. Traximus, hau zu. Nein. Gnoblo schießt. Nein. Herr Klaub greift an. Nein, auch nichts. Finessa, bist du die Einzige, die was machen kann? Okay, Lightning Bulls. Was? Oh, sie hat nicht genug Spruchpunkte. Was ist passiert? Oh Mann. Es könnte sein, dass ich mich hier übernommen habe. Denn wenn meine Nahkämpfer nichts ausrichten können, dann habe ich ein Riesenproblem. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Versuch wegzulaufen. Aber es klappt nicht. Die haben auch eine Geschwindigkeit von 15, ja. Ich kann anscheinend nicht weglaufen. Schlecht, wir können nicht weglaufen. Das heißt, wir können entweder sterben oder... Aber wie soll ich die noch besiegen jetzt, wa? Weil wenn ich keinen Mana mehr habe... Okay, Restorian hat noch was, aber das wird nicht ausreichen, um die alle platt zu machen. Also, Schritt zurück. Das war eine dumme, dumme Idee. Auch weil ich mit Finessa wahrscheinlich zu oft den Blitz gemacht habe und der kostet mich zu viel Mana. Sodass sie nur selten einsetzen kann. Also an Edelstein ist es dann nicht gescheitert. Das ist vielmehr... Oh doch, hey, sie hat ja nur 9. Ich muss einmal rasten hier. So. Okay, jetzt kann es gehen. Alles klar, jetzt habe ich's. Das war der Fehler. Okay. Kommt her, ihr komischen Carrier-Teat Guards. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Esst ein paar Electric Arrows hier oder beziehungsweise Lightning Bolts. Sehr gut. Ach, Lahak kann nichts machen. Aber ich versuch's trotzdem. Vielleicht habe ich ja Glück. Mit einem kritischen Treffer. Ja, mach mal ein paar Flammen. Ja, hat 3 Lebenspunkte abgezogen, immerhin. Anderen können nichts machen. Finessa ist diejenige, die das hier richten muss. Die haben zu guten Widerstand.
Nein, wir machen 3, 5. Das ist übel. Finesse ist wirklich diejenige, die hier alles richten muss. Boah, ich mache so wenig Schaden gegen diese Typen. Die sind so heftig. Die haben ordentliche Resistenzen. Ich glaube fast, ich bin zu schwach für die. Boah, ich habe nur ein bisschen Schaden gemacht dadurch, durch einen ganzen Lightning Bolt. Und dann habe ich noch 3 weitere, die noch gar nicht verwundet sind. Ich habe jetzt nur noch 10 Spruchpunkte. Und Restorian kann immer nur einen angreifen mit seiner Magie. Und selbst dann ist es schwach. Ich würde mal sagen, wir haben ein massives Problem derzeit. Trotz unserer neuen Breitschwerter. Ich mach mal Frost. Ein Schadenspunkt habe ich gemacht. Wahnsinn. Nee, ich würde sagen, diese Quest für Lord Hacker können wir wohl noch nicht machen, weil mir einfach noch die Power fehlt. Mir fehlt die Power! So, weglaufen kann ich anscheinend auch nicht. Also laden wir neu. Ich will nicht sterben hier. Na, bist du wohl? Gut. Nee, Freunde, das wird wohl nichts. Ist hier irgendwas? Nö. Aber das würde mir angezeigt werden. Hier sind noch ein paar Kämpfe. Was ist hier denn? Pit and Ambush. Okay, Skelette, Sprites, Mutantenlarven und Bellrats. Okay, Feuerball. 3-1. Auf G. Da geht's los. Und dann treffe ich 5 Stück. Zack, alle weggebrutzelt. Ach. Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man sieht, wie die ganzen Gegner so nach und nach oder ganz schnell weggelöscht werden. Das gefällt mir. Sprites. Ah, was ist mit Sprites? Warum sind die jetzt wieder hier am Leben? Oder noch am Leben? Noch ein Fireball in die Bellrats. So, jetzt sind wir nur noch im Nahkampf. Okay. Ah, Sprites haben, glaube ich, einen hohen Rüstungswert, deshalb haben sie überlebt. Ah. Ein Sieg! Wir feiern einen kleinen Sieg. Wooden Box. Herr Klaub. Findet ein paar Edelsteine tatsächlich. 5 Stück. Und ein bisschen Gold. Ah, wir haben ordentlich Lebenspunkte verloren. Rapid, Rabbit, Leper, Dung Beetles, Thieves, okay, aha, Diebe. Aber die haben keinen Spezialangriff, dass sie uns verstehlen können. Zumindest wird mir das nicht angezeigt. Und noch ein paar Rabbit Lepers. Immer diese durchgeknallten Lepra-Kranken. Ja, das ist auch so eine Merkwürdigkeit von Might & Magic 1, dass man häufig gegen Kranke kämpft. Oder, ja, ich meine, diese haben jetzt anscheinend die Tollwut. Trotzdem, das sind Lepra-Kranke. Und in Might & Magic 2 gibt es ja auch einen Ort, wo man quasi im Bettlerviertel unterwegs ist und dann gegen Horden von Bettlern und Krüppeln kämpfen kann. Ja, es ist schrecklich, so wie es ist, ich weiß, aber das ist, so ist das Spiel halt. Das sind halt Gegner. Ja, eine verrückte Welt. So kann man die Probleme auch beseitigen. Okay, erstmal will ich die Diebe weg haben, die sozialen Probleme. Taximus, hau den Dieb. Die haben gar nicht mal so viele Lebenspunkte. Sind aber verdammt schnell. 16, wow. Electric Arrow in den Dieb hinein. Yep. Der Hack greift den Dieb an. Yep. Und dann mache ich nochmal Bless, damit wir öfter treffen. Jetzt wird einfach nur draufgehauen. Dungbeetles müssen beiseite. Oh, ich habe auch noch wenig Lebenspunkte. Das ist schlecht. Woran liegt das? Es müsste an den Dungbeetles liegen. Das Torian halte ich mal mit ja, Cure Wounds. Oh, wird doch ein bisschen knapp hier.
So, wer ist wieder nah am Sterben? Er glaubt tatsächlich. Dann ist er wieder im 20er Bereich, okay. Traximus tötet den letzten Mistkäfer. Gnoblo, der Rest kümmert sich um die Leprakranken jetzt. Auf ihre Art. So. 183 Erfahrungspunkte und 167 Gold finden wir hier. Ja, haben wir wieder ein bisschen mehr Gold. So, verteilen wir auch mal wieder die Edelsteine. Finesse hat 3, Restorian 3 und alle anderen haben auch 3. Das ist okay. Und wir rasten. Denn ich bin ein bisschen angeschlagen. Es gibt noch einen Kampf hier. Ein Hinterhalt. Oh, Hippogriffs. Hippogreifen. Ja, halb Adler, halb Pferd. Mhm, und ja. Quasi fast schon eine Art Pegasus. Nur eben kein Pferd mit drin, sondern halt ein... Ja doch, auch ein Pferd. Ein Pferd und Adler, ja. So. Was sind Pegasi eigentlich? Pegasi sind dann ja eigentlich Pferde mit Flügeln, ja. Also ein Hippogreifen eigentlich noch ein bisschen mehr Adler als Pegasus. Wenn die Flügel von einem Pegasus von einem Adler stammen würden. wer weiß das schon. Nun gut, Hippogriffs. 3x 1d8 Schaden. 14er Speed. Wow, schnell. Aber nur 18 plus 1d8 Lebenspunkte. Na gut. Rüstungswert ist 5. Wir versuchen es mal. Finesse, du darfst mal einen Blitz schleudern. Lightning Bolt. Oh, einer ist sogar gestorben. Ich mach Bless. Gnoblo schießt und noch einer ist gestorben. Und Klaup hat auch einen Hippogreifen erledigt. Aber oh, Gnoblo ist... Oh, die sind gut angegangen worden hier. Das ist nicht so gut. Ich werde mal bei Gnoblo Power Healing machen. Das ist eigentlich der beste Heilzauber, weil der mit dem Level steigt. Power Cure. 1,6. Kostet allerdings einen Edelstein. Und wer war das jetzt? Gnoblo, ne? Ja. So, 1,6 auf Gnoblo. Und dann hat er... Okay, es variiert natürlich auch. Er hat jetzt nur 35. Wenn ich Glück gehabt hätte, hätte er volle Lebensenergie zurückbekommen. Oh, das sieht nicht gut aus. So, noch ein Hippogreif. Wer stirbt mir hier? Der Hack stirbt mir gleich weg. Ich mache jetzt nochmal Cure Wounds, weil da weiß ich, dass er immer 15 Lebenspunkte heilt. Das ist ein bisschen verlässlicher als Power Healing. Und kostet mich auch keinen Edelstein. Okay. Er schießt den Hippogreif. Restorian hat nur noch wenig. Cure Wounds. Traximus tötet den Hippogreif. Gut. Und wir finden 49 Gold für jeden. Das war eine gute Ausbeute. Rasten wir in der Wildnis. Was haben wir hier? A glowing white column. Touch it. Okay, und das teleportiert uns irgendwo hin auf dieser Map. Wäre natürlich doof, wenn uns das direkt in einen Kampf schleudern würde. Aber ich frage mich auch, ob ich von überall wegkomme, aber das müsste eigentlich möglich sein. Also berühren wir das Ding mal. Und wir sind da gelandet, okay. Jetzt müsste ich da den Weg zurücklaufen. Oder ich fliege einfach zurück nach Sorbigal. Das geht ja zum Glück auch. Hier ist ja kein Anti-Magie-Feld. Erkunden wir ein bisschen die Gegend. Hier ist ein Kampf, der mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, was für einer das ist. Es könnte auch einer sein, der mich platt macht. Dino Lizards. Okay, das sind so Echsen. Troglodytes und Rabbit Jackals. Okay. Am meisten habe ich, machen wir Sorge. Der Dino Lizard. Der hat 16 plus 1d8. Das ist gar nicht mal so viel tatsächlich. Troglodytes können uns vergiften. Ja. Rabbit Jackals sind die Schwächsten. Versuchen wir mal den Kampf hier. Finesse. Was machen wir denn mit den Monstern. Oh, wir können... Oh, okay.
Weaken betrifft alle gegnerischen Monster. Das ist gar nicht mal schlecht. Kostet zwar einen Edelstein, aber es macht 2 Schaden und reduziert deren Rüstungswert um 1. Bei allen Gegnern. Gut. Haben sie eine Resistenz dagegen? Sie haben gegen Schlafresistenz, aber das ist ja inzwischen schon Standard. Und mental. Ist es denn mentaler Schaden, Weaken? Ich mach mal 3-7. Alle sind verwundet. Ein Rabbit Jackal ist sogar gestorben dadurch, durch 2 Schadenspunkte. Der hatte Pech bei dem Auswürfeln seiner Lebenspunkte. Ja, ist gar nicht mal so schlecht, dieser Zauber. Und deren Rüstungswert ist jetzt gesunken, was mir natürlich zugutekommt. Dino Lizard hat noch 15 Lebenspunkte, jetzt hat er noch 6. Okay, Dino Lizard scheint nicht so wild zu sein, tatsächlich. Bless. Und er ist schon tot. Gut. Gut. Dann nochmal Weaken. Ich finde ihn gar nicht schlecht, den Weaken-Spruch. Der macht zumindest etwas Schaden und kann die ganz schwachen Monster wegprügeln und reduziert die Rüstungswerte von den Gegnern. Was meinen Nahkämpfern natürlich wieder hilft. Aber es kostet Edelsteine, aber ich bin geizig. Wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und das ist es, so wie ich die Sache sehe, gerade nicht. Denn wir sind auch so ganz gut dabei. Noch 2 Rabbit Jackals. 2 durchgeknallte Schakale. Und weg sind sie. Und wir finden 31 Gold. Rasten. Rasten ist immer ein bisschen gefährlich. Weil es könnte natürlich sein, dass ein Gegner auflauern. So. Wir kloppen uns ein bisschen hier. Was haben wir hier? A Toothless Gypsy Seer asks, who would like to hear their sign? Oh, und jetzt können wir uns von der zahnlosen Zigeunerin quasi sagen lassen, was unser Zeichen ist. Und das ist tatsächlich zufällig ausgewählt, was unser Zeichen ist. Ich glaube, das wird sogar resettet von Tag zu Tag. Das ist nur wichtig für eine bestimmte Quest. Und ja. Deshalb, da sage ich mal 1. Your sign is a purple sagrin. Ja, es gibt verschiedene Zeichen. Es gibt den Red Torek, den Blue Orgrim, den Green Beggar, den Yellow Limra, den Purple Sagran, den jetzt Traximus anscheinend hat als Zeichen. Orange Ulak, Black Dresidion und White Dilithium. Dilithium-Kristalle. Eine Anspielung auf Star Trek. Naja, auf jeden Fall können wir diese Seherin fragen, was unsere Zeichen sind. Für Lehak ist es momentan White Dilithium. Für Gnoblo ist es Yellow Limbra. Für Herr Klaub ist es Red Torak. Für Restorian ist es Purple Sagrin, genauso wie für Traximus. Und für Finessa ist es Black Dresidion. Und ja, das sind einfach so Informationen, die man sich aufschreiben kann für die Charaktere. Und das wird an einer bestimmten Stelle im Spiel wird das halt wichtig. Aber jetzt noch nicht. Ein Hinterhalt. Uhu, die Killerbienen sind da. Und mir wird das Sprite von den Killerbienen angezeigt, wobei sie an letzter Stelle stehen. Wird mir vielleicht sogar immer das Bild von dem letzten angezeigt und nicht vom ersten? Oder zufällig. Naja, das sind die Killerbienen. Das ist die Killerbienen-Grafik. So sehen sie aus. Und ein paar Gnome. Ihr kriegt einen Feuerball ab. Wie wäre es damit? Nee, wartet mal. Weaken. Weaken. Nehmen wir Weaken. Ich mag Weaken. Tötet sogar einen Rabbit Jackal. Genauso wollte ich es haben. So. Gnome werden vermöbelt. Wir werden uns segnen. Nochmal Weaken. Nein. Lebenspunkte gehen uns langsam zu Neige. Ich muss mal wieder heilen. Restorian halte ich mal, ja. Na, die Gnome kämpfen ganz gut. Und irgendwer ist weggelaufen. Finessa sieht nicht mehr ganz frisch aus. Vielleicht sollte ich doch nochmal einen Weaken-Zauber abfeuern. Aber wir haben nicht genug Edelsteine. Nein. Na gut. So, ja, dann blockiere einfach nur. Oh, sie hätte auch normal zaubern können.
Killer Bees. Das ist das, was mir am meisten Sorge macht. Historian, heile. Heile. Finessa. Ich könnte mich übernommen haben. Killer Bees. Okay, manche laufen zumindest weg, das ist gut für mich. Finessa, du musst jetzt was machen. Reduziere die Geschwindigkeit der Killer Bienen mit 3,6. Dann sind sie wenigstens langsamer. Ich glaube, dann kann ich auch weglaufen. Ich treffe diese Killer Bienen nicht. Deren Rüstungswert ist 10, das ist zu hoch. Ich würde mal versuchen, mit R wegzulaufen. Hat nicht geklappt. Traximus, R. Gnobo, R. Klaub, R. Ja. Okay. Und wir können nach Sorpigal. Ich bin einfach weggelaufen. Das war mir dann doch zu knapp. Okay, sind wir wieder zurück. Haben Merchants Pass, haben ein paar Quests für Lord Hacker erledigt. Ja. Und der Medusa kann ich mich wohl noch nicht stellen, weil ich diese ollen Wächter da nicht beiseite kriege, weil ich irgendwie nichts habe, was denen gut schaden kann. Oder ausreichend schaden würde. Was machen wir denn da? Kann ich eine Stufe aufsteigen inzwischen? Irgendwer? Tatsächlich! Le Hack, Herr Klaub und Restorian können eine Stufe aufsteigen. Das ist schon mal gut. Also war es nicht vollkommen sinnfrei. Was ich aber machen werde... Ich werde nochmal diese... unsere gute alte Questreihe erledigen, um auf Stufe 6 aufzusteigen. Das kann ja nie schaden. Zaubere Licht. Öffne Tür. Erfolg! Herr Klaub mausert sich. Flash Eater. Wir kämpfen einfach nur ganz normal. Weil Flash Eater sind jetzt nicht mehr so das Problem. Tantenlarven. Bäh, 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 bäh. Skelette, nur 4 Stück. Kein Turn Undead heute. Na, kriegen wir sie platt. Ja. Und wir finden 16 Goldmünzen. So, habe ich Schaden genommen? Unwesentlich. Ich kümmere mich jetzt um die Fire Ants. Sind ein paar mehr. Finessa. Oh, das kann der Edelstein, oder? Okay, ja, dann mach slow. Mach sie alle langsamer. Dann haben sie nur Geschwindigkeit 3. Bless. Und hauen wir einfach nochmal drauf. Könnte man natürlich einen Electric Arrow abfeuern. Oh, ein guter Treffer war das. Eine Fire Ant mit einem Treffer erledigt. Ja, schießen, gut, erledigt. So, wir öffnen diese Iron Chest und Knoblauch versagt, aber wir finden einen Bow plus 1. Finessa ist paralysiert. Ja, das ist nicht so gut. Ein Short Sword, das ist nicht so viel. Aber hey, ein Great Bow plus 1. Ich glaube, den kann allerdings nur unser Archer benutzen, wirklich. Oder unser Ritter, aber die sind ja meist im Nahkampf, also macht das keinen Sinn, den Bögen in die Hand zu drücken. Party. Great Bow, 1d12 plus 1. Ja. Yeah. Von einem Ritter, Paladin und Bogenschützen. Nicht von einem Räuber. Okay, tauschen wir mit Gnoblo, unserem Bogenschützen, das Item Great Bow. Dann hat er den Bogen. Entfernen wir den Longbow und equippen den Great Bow.
großen Bogen plus 1. Ja, hat sich gelohnt. Doch noch. Ich werde mal einmal rasten. Und die Paralyse ist abgeklungen. Natürlich auch das Licht, was ich wieder anmachen muss. Und Herr Klaub macht die Tür auf und wir haben wieder den Kurier Serviceman und die Vellum Scroll. Ja, das Short Sword kann ich droppen. So, dann rennen wir wieder raus und machen noch einmal die klassische Runde. Ne? Bezahlen wir den Mann? Ja, ich kann auch einfach hinlaufen oder hinfliegen, besser gesagt. Oder eine Mischung aus beiden machen, anstelle einem Edelstein zu opfern dafür. Auf nach B1, nach Erle Queen. Ja, Mr. Hacker, Lord Hacker, wir erledigen Ihre Quest noch eines Tages. Es gibt kein Zeitlimit, wir können uns da ewig Zeit mitlassen, also von daher ist das nicht so wild. Dung Beetles und Demon Dogs. Okay, kommt her. Kommt her, ihr Vögel. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann mache ich Slow. Kostet mich keinen Edelstein. Und Bless. Die wollen nicht so leicht aufgeben. Dann, kann ich nochmal slow wirken? Kann ich sie noch langsamer machen? Tatsächlich! Wow! Die Demon Dogs haben jetzt nur noch Geschwindigkeit 3. Die Dung Beetles nur noch 2. Man kann das also stacken. Das ist gut. Aber irgendwie kriegt keiner diese Dung Beetle hier beiseite. Liegt das am hohen Rüstungswert? Vielleicht soll ich dann doch mal weaken wirken. Weaken wirken? Okay. Wir dünnen ihre Reihen aus. Electric Arrow. Wenn sonst nichts geht, geht immer das. Und vielleicht auch Produce Flame. Das bewährt sich auch. Produce Flame. Und wir finden einen... Oh, eine Falle und ein Great Bow. Und, oh Mann. Herr Klaub und Traximus sind vergiftet worden. Gehen wir erstmal hier zu Agar. Und dann in den Tempel. Zu den fetten Templern. Kostet mich 100 Münzen, okay. Historian genauso, okay. Mensch! Ich raste. Oh, wartet mal. Ich glaube, es ist immer noch vergiftet. Wieso? Ich hab doch bezahlt. So. Merkwürdig. Jetzt hat er wieder... Ja, er hat 50 Lebenspunkte von 25. Einmal rasten, dann soll es wieder gut sein. Ja, ist wieder gut. So, auf nach Dusk. From Dusk till Dawn. 3, 2... Auf nach E1. Und wir können direkt rein nach Dusk. Ich war sogar schon richtig ausgerichtet. Durch die Dunkelheit. Und Telgoran gibt uns wieder Erfahrungspunkte und Geld. So, wie sieht es mit dem Stufenaufstieg aus? Kann jeder einen machen? Nein, wir müssen noch einmal eine Runde drehen. Alternativ ein paar Kämpfe ausfechten. Oh, 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 Locustplage und... Oh Gott! Troglodytes und Wild Boars, also wilde... Wildschweine. Wilde Wildschweine, ja. Doppelt gemoppelt hält besser. Und Locust Plague. Locusts gab es auch im Sumpfgebiet von Might & Magic 3, in Sumpfstadt. Drumherum, das waren so zweiköpfige Heuschreckenwesen. Und hier ist es halt auch so eine Heuschreckenplage. Greifen wir sie an. Machen wir sie langsam.
Und hauen dann drauf. Wie viele Lebenspunkte haben Locusts denn? 12, Rüstungswert 5. 10 mal 1d1 Schaden. Also die machen auf jeden Fall 10 Schaden. Wow. Es ist gefährlich. Ich muss sie möglichst schnell wegbrutzeln mit irgendwas. Gut, sind nur noch 2 da. Vor den Wildschweinen habe ich nicht so viel Angst. Die haben zwar ein bisschen mehr Lebenspunkte, aber Rüstungswert und Schaden sind nicht so pralle. Aber da die Locust Plagues garantiert... Und wir sind alle vergiftet. Wow. Wow. Wer war das? Die Troglodytes waren das. Hm. Gut gemacht. Richtig gut gemacht, muss ich sagen. Das kostet mich wieder viel Geld. Die wollen mich arm machen. Das ist deren Ziel. Produce Flame. So, die sind schon mal weg. Jetzt noch die Troglodytes. So, okay, jetzt können sie mich ruhig vergiften. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Ich bin schon vergiftet. Restorian macht ein bisschen Flammen. Und Finessa wird sonst immer Electric Arrows schleudern. Also das, was man jetzt machen muss. Schaden nehme ich gar nicht mal so viel. Wild Boars. Produziere Flammen. Noch beide die Hälfte ihrer Mana-Punkte. Meine beiden Zauberer. Restorian und Finessa. Und ich nenne Restorian jetzt auch einen Zauberer, wobei er eigentlich ein Kleriker ist und seine Macht ja aus göttlicher Quelle bezieht. Normalerweise. Produce Flame, glaube ich. Ja. Okay. Wir finden 21 Goldmünzen. Und ich bin vergiftet. Ich muss zurück. Kann ich eine Stufe aufsteigen? Hat mir der Kampf das gebracht? Nee, auch noch nicht ganz. Also. 3-2. Zurück nach Sorpigal. C2. Vielleicht ist die Heilung hier billiger in diesem Tempel. Tempel Moon Shadow. Oh, 25 nur. Da ist ja wesentlich billiger. Wesentlich. Also. Sorpigal ist die Stadt, wo man hingehen sollte, wenn man sich heilen möchte oder wenn man was zu essen haben möchte. Die anderen Städte sind alle viel zu teuer. Kann ich nicht empfehlen. So, verhökern wir wieder was. Einen Greatbow. Ja. Habe ich sonst noch irgendwas bei mir, was weg kann? Knoblauch, dein Longbow. Kann auch verkaufen. Der Greatbow war nicht schlecht, aber ich habe jetzt ja schon Greatbow plus 1. Ich kann mal wieder Nahrung kaufen. Jawohl. Wir sind dem Hungertod entkommen. Das ist schon mal gut. So. Ich will noch nicht trainieren, wenn, dann will ich alle gleichzeitig trainieren, damit sich das schön lohnt. Licht anmachen bitte. 1, 5. Klaub macht die Tür auf, hat er wieder nicht geschafft, aber wir haben nur ganz wenig Schaden genommen. Flash Eater. Angriff, Angriff, Angriff. Bei denen setze ich schon keine Magie mehr ein. Tantenlarven. Und Skelette. Vielleicht kann Restorian sie doch wegbrutzeln mit Turn Undead jetzt. Nein, nichts bewirkt. Wow. Cool. So, wir finden 20 Goldmünzen hier. Und noch ein paar Fire Ants wieder. Da werde ich Magie einsetzen. Aber welche? Ja. Und auch Produce Flame. Ne, Produce Flame ist wahrscheinlich schlecht, das gegen Feuerameisen einzusetzen. Ich mache Produce Frost. Funktioniert ganz gut.
Electric Arrows. Und nochmal Produce Frost. Wir finden eine Silbertruhe. Es gibt auch Silbertruhen. Und wir finden 3 Goldmünzen oder ein bisschen mehr und ein Mace plus 1. Das ist was für unseren Kleriker. Vestorian. Weil er hat ja momentan nur so einen ollen Flail. Dann hat er Mace plus 1. So ein Flail macht wie viel Schaden? 1d7, 1 bis 7. Und ein Mace macht 1 bis 6, aber plus 1 dann noch. Also es ist schon mal besser als ein Flail. Und ja. Ich glaube, die plus 1 Gegenstände machen auch magischen Schaden. Was gut ist, wenn wir gegen Geister oder sowas kämpfen müssten. Zumindest war das in Dungeons and Dragons so. Wenn man gegen Wesen kämpfen muss oder auch in Warhammer, wenn man gegen ätherische Gegner kämpft, also die keine physische Form haben, sondern so Geistergestalt haben, dann kommt man mit normalen Waffen nicht gegen die an. Man braucht schon Waffen, die irgendwie verzaubert sind. Und deshalb nehme ich immer gerne irgendwas, was plus 1 oder 2 oder mehr hat, weil das bedeutet auch, dass die magisch verzaubert oder verbessert worden sind. So, soviel dazu. Unlock fehlt. Na gut, dann nochmal. Und den Kurier-Service-Man nochmal angehauen und los geht's. Fliegen wir mit Finessa nach B1. Und da nach Erlequin. Da will ich hin ins Gasthaus. Nein, ich will mich hier nicht eintragen. Ich will bloß den Typen hier sehen. Aga. Und dann wieder raus hier. Und dann nach Dusk. E1. Ja. Hier ist das kleine Labyrinth hier laufen und Erfahrungspunkte und Gold abstauben. Dann hat jeder 1000 Goldmünzen. Wir kriegen unser Geld zusammen, ja. Und jetzt bloß noch zurück nach Sorpigal. Hä? Oh, ich habe nicht genug Spruchpunkte. Einmal rasten. Keine Encounter, das wäre jetzt sonst hätte auch übel enden können. Okay, C2. Sorpigal. So, jetzt dürfte ich genug Erfahrungspunkte haben für einen Stufenaufstieg. Jupp, alle können aufsteigen. Vielleicht können Traximus und die anderen, die weniger brauchen, jetzt sogar schon 2 Stufen aufsteigen. Mal schauen. Geld dürfte ich dafür noch genug haben. Wir haben ja alle 1000. Schauen wir mal. So, wo ist mein Trainingsverbesserer? Ja. So, Traximus bekommt Level 6. Kostet mich jetzt 600 Goldmünzen schon, also ja. Ich brauche auch mehr Gold, wenn ich Stufen aufsteigen möchte demnächst. Momentan reicht es noch. Und hat jetzt 72 Trefferpunkte. Le Hack bekommt auch nochmal 15 dazu, dann hat er jetzt 90. Jawohl. Gnoblo hat jetzt auch 72. Herr Klaub hat 60. Vestorian hat jetzt auch 60 und Finessa bekommt immerhin 48. So, alle sind eine Stufe aufgestiegen und ja, Level 7. Ich brauche Level 7. Zaubersprüche sind jetzt ja, immer noch nicht so cool, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, ich muss wirklich erstmal Level 7 erreichen, damit ich hier wieder die nächsten Zaubersprüche bekomme. Stufe 4. Können wir mal in einen Kampf hineingehen. Auch im Dunkeln kann er Klaub an die Tür öffnen. Immerhin. Ich zauber nochmal und will einfach nur sehen im Kampf jetzt, ob ich hier auch Stufe 4 schon zaubern kann. Nein, es ist immer noch bei 3, also brauche ich Stufe 7, damit ich die Stufe 4 Sprüche bekommen kann. Na gut, also bei jeder ungeraden Zahl gibt es wieder ein Upgrade.
machen wir nochmal eine Runde. Darauf wird sowieso hinauslaufen. Weil alles andere kann ich noch nicht so wirklich. Ich kann die Medusa noch nicht erreichen. Und Castle Dragadune kann ich auch noch nicht machen. Da fehlt mir noch ein Spruch, den ich dafür definitiv bräuchte. Weil sonst werde ich Dragadune nicht überleben. Skelette. Okay, Restorian, du kannst jetzt versuchen hier... Nein. Ah, Turn Undead. Eines Tages mag das der Spruch sein, der die Welt rettet, aber auch heute nicht. Die Skelette machen keinen wirklichen Schaden mehr bei mir. Was wahrscheinlich an meinem hohen Rüstungswert liegt. Sie nerven mich halt, sie stehen im Weg rum. Wir finden 37 Goldmünzen. 4 Fire Ants. Produce Frost. Ja, Kleriker können aus ihren Händen Frost oder Feuer entstehen lassen. Eigentlich ungewöhnlich, weil normalerweise sind Kleriker ja keine Angriffszauberer, so wie normale Zauberer. Aber hier in diesem Spiel ist das wohl noch anders. Es musste sich wohl erst finden. Und hier kriegen wir diesmal keine tollen Gegenstände, sondern einfach nur 20 Gold. Toll! Knobler wieder versagt, aber die Tür ist zumindest offen. Wir kriegen die Vellum Scroll und rennen wieder zurück. Fliegen. Finessa, fliege mich nach B1. Ich muss nach Erdequin. Zu Aga. Die können nie genug von diesen Spruchrollen kriegen. Wollen diese Vellum Scrolls haben. Und zurück nach Dusk. Ein Glück, dass ich die Wüste hinter mich gelassen habe. So. Wieder einen Lauf gemacht. Kann ich schon wieder eine Stufe aufsteigen mit einigen? Nö, noch nicht. Lehack. Ich glaube, Restorian brauchen auch zumindest noch 9000 Erfahrungspunkte für Stufe 7. Also das heißt jetzt wohl zig Läufe noch, oder aber ich versuche was anderes. Aber erstmal zurück nach Sorpegal. Zurück in die Heimat. Und den Flail verkauft. Restorian für 20. Hey, 20 Goldmünzen kriegen wir zurück. Ich werde einmal rasten. Speichern, schmiert das Spiel wieder ab. Nein. Diesmal scheint es zu klappen. Naja. Okay, aber das war es erstmal wieder mit My Magic 1, Secrets of Inner Sanctum, und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ne? Bis dahin.